Gut, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Pressefoyer nach der Sitzung der Landesregierung. Schon angekündigt, letzte Woche dürfen wir Ihnen heute eine breit getragene, wie Sie sehen, Kampagne vorstellen. Vorarlberg spart Energie. Informationen erhalten Sie von Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrat Daniel Zadra, dem Vorstandsmitglied Illwerke VKW Helmut Mendel, von der Gemeindeverbandspräsidentin Andrea Kaufmann, dem Geschäftsführer des Energieinstituts Josef Burtscher und vom Direktor der Caritas Walter Schmolli. Bitte. Vielen Dank für die Einleitung. Ich darf mich der Begrüßung anschließen im Sinne der Zeitökonomie, dass wir auch vorankommen und möchte gemeinsam mit den Partnern heute informieren, wie wir im Bereich Energiesparen miteinander vorgehen wollen. Wir werden gemeinsam eine Kampagne starten, Vorarlberg spart Energie, also unter diesem Claim. Wir werden aufrufen, die Bevölkerung, Sparmaßnahmen im eigenen Bereich, im eigenen Haushalt einzuleiten. Wir kooperieren mit der Wirtschaft natürlich auch, wir kooperieren mit Gemeinden. Es wird eine eigene Aktion geben vom Landesunternehmen, von den Vorarlberger Illwerken und VKW, sodass wir, so wie wir jetzt hier stehen, eigentlich sehr breit aufgestellt sind, um die Energiesparbemühungen insgesamt in Gang zu setzen. Dass das wichtig ist, muss man, glaube ich, einmal mehr betonen. Ich glaube auch, dass das bei der Bevölkerung mittlerweile angekommen ist, dass jede Kilowattstunde, die eingespart wird, eine wertvolle ist, dass wir auf einen Winter zusteuern, dass Fragen der Energiesicherheit in den Vordergrund gerückt sind, dass auch unsere Landsleute ein Recht darauf haben, dass wir alles unternehmen, gemeinsam die Energiesicherheit über den Winter sicherzustellen, die Energie sicherzustellen, die Stromversorgung sicherzustellen, aber auch die Preisentwicklung insgesamt im Auge zu behalten. Für das Jahr 2023 wird das weiter herausfordernd bleiben, das wissen wir. Alle Prognosen sagen uns, dass das auch im kommenden Jahr keine einfache Situation wird. Aber jeder kann einen Beitrag leisten, jede kann einen Beitrag leisten. Das heißt, das Energiesparen an sich ist Vorarlberg ja aus der Tradition heraus ein Energiesparland. Ich glaube, dass diese Aufrufe auch aufgenommen werden von der Bevölkerung und dass jeder auch in seinem Bereich einen Beitrag leisten kann. Natürlich sind wir auch als Gebietskörperschaften aufgerufen, deswegen haben wir heute gemeinsam in der Regierung einstimmig einen Antrag verabschiedet, den Sie im Inhalt schon kennen. Da geht es um die Frage der Raumtemperatur, vor allem wir wollen da mit einem Beispiel vorausgehen. Die Gemeinden ziehen mit, das ist akkordiert worden. Ich gehe auch davon aus, dass das auch in Bundesgebäuden so gehandhabt wird. Man versucht einheitlich auf die 19 Grad zu kommen, natürlich mit gewissen Ausnahmen. In der Kinderbetreuung, im Kindergarten, im Spital, im Pflegeheim wird das nicht gehen. Da wird das etwa bei 22 Grad sein. Es kann auch einmal unter 19 Grad sein, wenn es die Nebenräume betrifft. Das wollen wir aber auch dem Gebäudenutzer sozusagen oder dem Erhalter überlassen, weil auch jedes Gebäude anders strukturiert ist. Aber wesentlich ist, wir können da einen Beitrag leisten. Wir wissen, dass jede Grad Absenkung ein beachtlicher Beitrag leisten kann in den Landesgebäuden, in den Gebäuden der Gemeinden. Da sind sehr viele verteilt auf das ganze Land und diese Ausrichtung wollen wir gemeinsam machen. Es wird auch in der Innenbeleuchtung aufgerufen werden, etwas zu reduzieren. Es muss nicht jede Lampe im Innenraum brennen, es muss nicht jede Lampe in den Gängen brennen. Also das gilt fürs Landhaus, gilt für andere Gebäude auch. Man wird sich bemühen, die Heizungsanlagen insgesamt weiter zu optimieren. Wir werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bitten, auf Elektrogeräte zu verzichten, wenn es möglich ist, oder auch zu teilen, wenn es geht. Wir werden darauf hinweisen, dass es gut wäre, die Standby-Geräte rauszunehmen oder Standby abzuschalten, also ganz abzuschalten. Und es wird sicher auch ein Thema sein, wie geht man mit Außenbeleuchtungen um, wie geht man mit Straßenbeleuchtungen um, wie geht man mit Dekorationsbeleuchtungen um. Also das sind die Themen, die wir uns vorgenommen haben, gemeinsam mit den Gemeinden. Aus meiner Sicht geht das in eine gute Richtung. Wir wissen, dass wir da einen Beitrag leisten können. Insgesamt in der doch sehr angespannten Situation. Wenn ich noch zwei Themen herausgreife, die für die nächste Zeit von Bedeutung sind, die sind mir besonders wichtig. Es war gestern die Bundesministerin Gewessern im Lande. Wir hatten ein gutes Gespräch, aber ich musste noch einmal, auch wir gemeinsam noch einmal mit aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass wir diese Durchleitungsmöglichkeiten aus den Gasspeichern auf Vorarlberg benötigen. Der beste Speicher hilft nichts, wenn er nicht angezapft werden kann. Wir haben keine Direktleitungen. Das ist eigentlich allen Beteiligten klar, auch in Deutschland. Da liegen erste Entwürfe von Abkommen da. Aber ich mache keinen Hehl daraus. Wir warten seit Frühjahr darauf. Und der Winter rückt in großen Schritten näher.
es ist angekündigt worden, das in den nächsten Wochen unter Dach und Fach zu bringen. Ich möchte eine rechtlich abgesicherte Möglichkeit haben, das Gas von den Speichern nach Vorarlberg direkt durchleiten zu können. Und wir können im Ernstfall nicht diskutieren, ob das jetzt rechtlich geht oder nicht. Im Ernstfall muss es einfach auch funktionieren. Und deswegen war die Bitte eine sehr starke von uns aus, dass dieses Abkommen zwischen Österreich und Deutschland schnellstmöglich unter Dach und Fach gebracht werden muss. Ich glaube, die Bemühungen sind intensiv in diese Richtung. Wir brauchen Ergebnisse. Zweiter wesentlicher Punkt, eher ärgerlich, die Wirtschaftshilfen sollten in Schwung kommen. Wir weisen darauf schon länger hin. Da gibt es Diskussionen auf Bundesebene. Wir haben heute gesagt, wenn wir es entscheiden könnten, dann wären wir schon am Ziel, glaube ich. Ich hatte den Eindruck, dass da auf Bundesebene auch Blockadehaltungen entwickelt werden. Ich will darauf jetzt nicht näher eingehen, aber das hilft uns allen nichts. Die Wirtschaft braucht eine schnelle Unterstützung, weil da sind viele, auch kleinere Unternehmen, in einer schwierigen Lage. Die können auch an den Rand der Existenz gedrängt werden. Wir sind ein ausgewiesener Produktionsstandort in Vorarlberg. Und wir wissen, was das bedeutet. Wir sollten nicht bei der Energiekrise in Folge in eine Pleitewelle hineinrutschen und große Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt bekommen. Das will eigentlich niemand. Das heißt, die Wirtschaftshilfen, die drängen. Und das ist eher eine bundesweite, mehr als eine Bitte, eine Aufforderung, da auch schnell zum Ergebnis zu kommen. Und ich glaube auch, wir brauchen jetzt da Vernunft und keine Verbote. Jedes Unternehmen wird auch selbst wissen, dass Energiesparen insgesamt wichtig ist. Jedes Unternehmen hat mit hohen Energiekosten zu kämpfen. Es ist ein Gebot der Vernunft, dass man dort selber auch den Verbrauch reduziert. Ich glaube, da braucht es keine allzu großen Zurufe. Was es jetzt braucht, ist eine schnelle Hilfe. Ich hoffe, die Bundesregierung kommt die nächsten Tage wirklich zu einer Lösung und dass diese Blockadehaltungen auf allen Seiten aufgelöst werden können. Davon hat die Wirtschaft ja nichts. Also diese zwei Dinge sind mir noch wichtig zu sagen. Erstens, eine Durchleitung muss rechtlich abgesichert ermöglicht sein. Und zweitens, wir brauchen keine Verbote, sondern Vernunft, heißt eine schnelle Lösung für die Wirtschaftshilfen. Bitte schön. Ja, wenn man mir vor 2 Jahren gesagt hätte, dass wir in dieser Besetzung hier stehen müssen, um über das Energiesparen zu sprechen, dann hätte ich das nicht geglaubt. Warum stehen wir denn heute hier? Ganz einfach, weil Putins Ziel ist es, die europäische Solidarität aufzuspalten und das Gemeinsame zu zerstören. Die Nachkriegsordnung, die wir kennen, die meiner Generation Frieden und Wohlstand gebracht hat, um das geht es, das ist dem Herrn im Kreml ein Dorn im Auge. Und Putin verwendet die Energie als Waffe gegen uns. Und daher ist es umso wichtiger, dass wir mit einem entschiedenen Signal dagegen halten. Und dieses entschiedene Signal kann nur lauten, eine gemeinsame, eine solidarische Initiative, die die Europäische Union, der Bund und das Land und schlussendlich jeder von uns mitträgt. Daher auch meine Bitte, seien Sie in dieser Situation solidarisch. Ich weiß, wir haben die letzten 2 Jahre in der Corona-Pandemie schon sehr viel von jedem Einzelnen abverlangt. Es waren sehr herausfordernde Situationen, gerade auch für Menschen, die beim Einkommen geringer sind. Wir wissen, die haben kleinere Wohnungen etc. Das war ein Gewaltakt, was Sie da geleistet haben. Und ich bitte Sie nun erneut, helfen Sie uns, Energie einzusparen. Jede Kilowattstunde, die im Speicher bleibt, ist eine gute Kilowattstunde. Wir werden sie in Zukunft dringend brauchen. Von der Speichersituation sind wir derzeit auf einem guten Weg. Die 80% Einspeicherung beim Gas sind erzielbar, schauen aus, als ob wir dieses Ziel erreichen können bis November. Und daher sollte dieses Gas dann auch in den Speichern bleiben. Wir brauchen es dringend, gerade auch für die Industrie. Von Bundesseite ist die Kampagne Mission 11 gestartet worden, eine breit angelegte Informationskampagne, wo es darum geht, 11% Energieverbrauch einzusparen. Wir haben uns gemeinsam mit allen, die herinnen stehen, darauf geeinigt, keine neue Bezahlkampagne zu starten, sondern wir möchten eine Initiative starten, die sich an jeden Einzelnen richtet. Und jeder kann darüber sprechen, was er in seinem konkreten Handlungsspielraum hat, um einzusparen. Das Land Vorarlberg, wie der Herr Landeshauptmann ausgeführt hat, hat ein Maßnahmenpaket geknüpft, wurde abgestimmt mit dem Gemeindeverband, die Caritas, die VKW Illwerke und auch das Energieinstitut leisten einen Beitrag. Wir alle zahlen auf diesen Claim ein, nämlich Vorarlberg spart Energie. Und daher meine Bitte auch an alle Zuseherinnen und Zuseher,
Nutzen Sie diesen Claim in Social Media. Geben Sie Ihre guten Hinweise weiter, Ihre Tipps, wie Sie es bereits jetzt im Haushalt auch den einen oder anderen Sache umsetzen. Es gibt ein gutes Sprichwort, das auch in dieser Situation gilt, Kleinvieh gibt Mist oder jeder einzelne Beitrag macht das Kraut fett. Helfen Sie uns, dass wir gemeinsam gut und solidarisch durch diese Krisensituation kommen. Herzlichen Dank. Ja, die Energiesituation in Europa, die ist angespannt. Es ist so, dass vorher erwähnt wurde, die 11% Einsparung in Österreich als Ziel ausgegeben wurde. Die EU hat auch eine 10%ige Einsparung als eine Maßnahme für kommenden Winter zur Erhöhung der Versorgungssicherheit als Zielgröße ausgegeben. Und wir haben in unserem Unternehmen uns auf der Erzeugungsseite vorbereitet, die Versorgungszuverlässigkeit bei den Kraftwerken zu erhöhen, die Speicher, die großen Saisonspeicher auch höher zu fahren über den Winter und damit das Thema Sicherheit auch in der Speicherbewirtschaftung entsprechend abzubilden. Andererseits in der Gasseite haben wir, wie schon erwähnt, den Gasspeicher für 3 Jahre angemietet. Der ist zu 98% gefüllt. Die Einspeicherung und Ausspeicherung funktioniert, aber wie vorher erwähnt, natürlich auch im Energielenkungsfall muss das natürlich für Vorarlberg funktionieren, aber nicht nur unser Speicher auszuspeichern, sondern auch die strategische Reserve, die der Bund auch für Tirol und Vorarlberg eben mit deutschem Netzanschluss angelegt hat. Und auf der anderen Seite natürlich für das Thema Versorgungssicherheit ist natürlich die Erzeugungsmenge eine wichtige Größe, aber auch die Verbrauchsseite kann einen Beitrag leisten. Und jede eingesparte Kilowattstunde hilft auch, die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Deshalb haben wir uns auch entschlossen, im Unternehmen eine Energiesparaktion im Rahmen dieser Initiative zu starten und Einsparungen mit einer Gutschrift, mit einem Bonus zu versehen. Das heißt, Abrechnungen im nächsten Jahr bei Strom und Gas von Haushaltskunden, die nächstes Jahr eben für den vergangenen Zeitraum durchgeführt werden, und eine Einsparung gegenüber dem vorherigen Zeitraum von 5-10% zeigen, dass wir dort eine Gutschrift von 50 Euro entsprechend wirksam werden lassen oder auch einen entsprechenden Sachwert. Wir müssen da noch die genaue Regelung bezüglich der Strompreisbremse anschauen, dass da ein maximaler Nutzen auch für die Kunden entsteht. Und wenn ein Kunde mehr als 10% Einsparung erreicht bei Strom oder bei Gas, dann wird ein Bonus oder ein entsprechender Sachwert von rund von 100 Euro wirksam. Es ist so, dass wir das natürlich begleiten, auch mit Spartipps. Wie kann man sparen? Und auch mit Beratung und Best Practice Beispielen, also dass quasi eine Motivationsvergrößerung gibt. Es ist nämlich so, dass natürlich der Kunde dann zweimal profitiert, einmal vom Bonus und einmal natürlich von seiner Einsparung. Unsere Vertriebspartner, die Stadtwerke Bregenz, Stadtwerke Feldkirch, Ehrwerke Freistanz und Montafoner Baran, beteiligen sich auch an dieser unserer Aktion. Und wie schon gesagt, die Kunden haben, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, in Vorarlberg eine Preisgarantie bei Strom und Gas, die Haushaltskunden bis Ende März. Wir sind da sicher mit einem sehr großen Abstand derzeit in Vorarlberg der wirklich günstigste Strom- und Gaslieferant. Aber auch in einem Vergleich der Landesenergieversorger über ganz Österreich sind wir bei den günstigsten Anbietern. Aber wie gesagt, eben bis Ende März ist das garantiert. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Nachricht für alle unsere Kunden, unsere Haushaltskunden. Es ist so, dass der Bund auch ab Dezember eine Strompreisbremse angekündigt hat. Die genauen Regelungen werden ja noch bekannt gegeben. So wie das jetzt aussieht, wird die jetzt in Vorarlberg aufgrund unserer Preissituation nicht wirksam werden. Wenn dann unsere Preisgarantie ausläuft, dann führt das dazu, dass die Strompreisbremse bis zu einem Verbrauch von 2.900 Kilowattstunden, wir liegen derzeit knapp unter 10 Cent, wird dann wirksam und bietet dann den Kunden mit einem Verbrauch bis 2.900 Kilowattstunden eine Preissicherheit bis Mitte 2024. Also damit ist, glaube ich, eine gute Nachricht verbunden für Kunden mit einem geringeren Verbrauch. Die haben eine Sicherheit beim Strom bis Mitte 2024. Ja, wenn ich kurzes Fazit machen darf, wir gehen mit Zuversicht in den kommenden Winter.
Wir haben, wir denken, die Hausaufgaben sehr gut gemacht. Wir bereiten uns bestmöglich vor auf den kommenden Winter. Unsere Mitarbeiterinnen sind wirklich hervorragend ausgebildet und sie setzen auch alles daran, um die Energieversorgung für den kommenden Winter zu gewährleisten. Wenn wir Energie sparen, kann man klar festhalten, dann leisten wir einen Beitrag, eine Energiemangellage in Europa zu verhindern. Und noch einmal, wir belohnen die Kunden, wenn sie Einsparungen machen, und damit profitieren die Kunden zweifach. Dankeschön. Einen schönen Vormittag auch von meiner Seite. Ja, auch die Gemeinden sind natürlich ein wichtiger Player beim Thema Energiesparen, auch wenn in den letzten Jahren in Gemeinden, wir haben ja gemeinsam mit dem Energieinstitut die E5-Gemeinden, die sehr häufig sind im Land, haben sehr viel gemacht in den letzten Jahren, vom Photovoltaik bis über Biomasseheizwerke in den Gemeinden, bis natürlich auch über klimaschonende Mobilität, also ganz viel gemacht. Aber jetzt haben wir eine Sondersituation. Und in dieser Situation müssen wir natürlich darüber hinaus, über die bereits getroffenen Maßnahmen, vor allem sofort wirksame Maßnahmen zum Energiesparen gemeinsam setzen. Landeshauptmann hat es gesagt, wir haben uns da auch akkordiert mit dem Land gemeinsam. Über den Sommer wurden in vielen Gemeinden bereits verschiedene Energiesparpläne gemacht. Man hat versucht, im eigenen Wirkungsbereich zu schauen, was ist möglich, in welchem Bereich können wir als Gemeinden einsparen. Es gab dann Anfang September eine Auftaktveranstaltung seitens des Landes mit dem Gemeindeverband gemeinsam, wo wir alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eingeladen haben zum Thema Energiesparmaßnahmen gemeinsam mit dem Energieinstitut. Es wurde da auch eine Energiespar-Checkliste an die Gemeinden ausgegeben und präsentiert. Und aus dieser Veranstaltung kam dann der ganz dringende Wunsch, der auch sinnvoll ist, die Maßnahmen doch zu akkordieren und zu koordinieren. Wir haben das vom Gemeindeverband dann übernommen, haben eine Handlungsempfehlung ausgearbeitet, die dann noch mit dem Land akkordiert und an die Gemeinden ausgeschickt. Das sind die bereits bekannten Maßnahmen im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden, vielleicht noch einige Maßnahmen darüber hinaus. Es geht natürlich um die Temperaturabsenkungen in den öffentlichen Gebäuden. Es geht aber auch darum, ganz einfache Dinge wie Heizungschecks auch in den eigenen Gebäuden regelmäßig durchzuführen, gerade jetzt, weil auch das viel bringen kann. Kaltes Wasser, wo es ausreichend ist, also nicht überall in jedem Gebäude unbedingt auch warmes Wasser anzubieten. Natürlich die Außendekorationsbeleuchtung, wir gehen jetzt Richtung Weihnachten, war natürlich auch eine wichtige Diskussion, dass wir auch die Beleuchtungszeiten in diesem Bereich wirklich einschränken, nicht die eine Gemeinde voll durchlaufen lässt und die andere gar nichts macht, sondern dass wir auch dort akkordieren auf ein geringeres Maß an Außenbeleuchtungen, auch was Gebäudebeleuchtung betrifft. Aber auch natürlich Flutlichtanlagen auf Sportplätzen sind ein Thema, auch das zu reduzieren. Und wir haben in sehr vielen Gebäuden auch Doppelnutzungen, gerade aus Schulen, Kindergärten werden oft am Wochenende außerschulisch genutzt, da wirklich so zusammenzufassen, dass nicht jedes Gebäude das ganze Wochenende beheizt werden muss, sondern die Nutzungszeiten so zu regeln, dass man ein bisschen besser und effizienter das machen kann. Und Nachtabsenkungen dort, wo es möglich ist, bei den Straßenbeleuchtungen zu prüfen, muss natürlich immer in Balance mit auch einer Sicherheit auch sein, aber es sind durchaus auch da Möglichkeiten da, individuell in jeder Gemeinde anders. Also diese Empfehlung haben wir ausgeschickt, haben sie im Gemeindeverband auch besprochen und koordiniert, und ich denke, dass die Gemeinden da natürlich mit voller Energie dabei sind, auch diese Energieeinsparungen umzusetzen. Bin da sehr zuversichtlich. Ja, Vorarlberg ist ein Energiesparland, nicht? Das hat man schon 1985 erkannt, als der Energiesparverein gegründet worden ist, nicht? Und wurde dann umbenannt in Energieinstitut. Und wir haben fast Jahrzehnte Energiesparen alleine gepredigt. Schön, dass es jetzt einen Schulterschluss gibt, dass das Thema gemeinsam getragen wird. Wir fahren unsere klassischen Schienen mit der Beratung. Bei uns kann jeder kommen, anrufen, und er kriegt eine Beratung. Wir versuchen, ihm zu helfen. Wenn er das nicht will oder wenn er selber sich orientieren möchte, dann gibt es eine ganze Menge Tools auf unserer Seite, wo ihm helfen, Entscheidungen zu treffen, wo ihm einen Überblick gibt. Und wir haben natürlich immer jetzt neu aufgelegt, sozusagen die Broschüre aus dem Jahre 85, nicht? Energiesparen. Natürlich, es gibt eine neue Broschüre, die jetzt gerade im Fertigwerden ist,
die steht online zur Verfügung, die stellen wir auch den Gemeinden zur Verfügung und die werden wir auch anderssprachig auflegen, damit wir auch Zugang zu den Personen haben, die vielleicht eben der deutschen Sprache nicht so gerecht sind. Wir glauben einfach, wir sind jetzt in einer Krise. Die große Lösung ist zwar die neue Heizung. Die Heizung ist ein notwendiges Übel, nicht? Aber schlussendlich wird es das große Geheimnis sein, wie wir zukünftig wohnen, ist eben das gute Haus. Und diejenigen, die in letzter Zeit und in den letzten Jahren ihre Häuser super gebaut haben, die haben jetzt natürlich einen Vorteil. Nicht? Die trifft die Energiepreiserhöhung in Prozent genau gleich. Nicht? Nur der Basisbetrag ist viel geringer und die haben schon vorgeleistet. Und das geht eben nicht so schnell, unsere Häuser umzubauen. Da müssen wir dranbleiben und das soll uns eben aufmuntern. Aber der erste Schritt ist einmal, die 100 oder 500 täglichen Griffe, die wir machen, wo wir die Energie bestimmen, dass wir die hinterfragen und wissen, was das passiert. Und da müssen wir eben kommunikativ wirken, dass das jeder und jede macht. Ja, gerne. Schönen guten Vormittag und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sie fragen sich vielleicht, was macht die Caritas bei einer Pressekonferenz zum Thema Energiesparen? Grund dafür ist, dass Energiesparen einige soziale Facetten bei sich hat und dass es wichtig ist, damit das Energiesparen wirklich gesamtgesellschaftlich funktioniert, jede und jeder einen Beitrag leisten kann zum Energiesparen und damit es auch in einer langfristigen Perspektive funktioniert, dass diese soziale Dimension gesehen wird und auch gestaltet wird. Ich darf das an drei Beispielen etwas verdeutlichen, nämlich erstens Energiesparen in Haushalten, die mit geringeren Budgets auskommen müssen. Da hat man ja zum einen natürlich die Hoffnung, dass man sich durch Energiesparen ein klein wenig sein Budget entlasten kann und das wünschen sich alle. Gleichzeitig sind es aber oftmals Haushalte, die gar nicht so viele Möglichkeiten haben, Energie zu sparen, weil sie möglicherweise eben in einem Haus leben, das thermisch nicht so gut isoliert ist, weil die Heizungsanlage schon etwas älteren Jahrgangs ist, weil die Haushaltsgeräte energieintensiv sind. Und dergleichen. Man spricht in dem Zusammenhang von Energiearmut. Und mir ist wichtig zu sagen, auch in einem solchen Haushalt gibt es Potenziale, Energie zu sparen. Und um diese Potenziale zu heben, sodass wirklich alle auch einen Beitrag leisten können, gibt es seit vielen Jahren das Kooperationsprojekt mit Illwerke VKW, den Energiesparcheck. Das heißt, dass über Vermittlung der Caritas Energieberater und Beraterinnen vor Ort in den Haushalt kommen und dort sich ein Bild machen und noch in jedem Haushalt irgendetwas entdeckt haben, wie man einen Beitrag zum Energiesparen leisten kann. Die haben auch LED-Lampe im Gepäck, also so, dass dann tatsächlich, bevor sie das Haus wieder verlassen, sich auch etwas verändert hat. Also diese Möglichkeit, jede und jeder kann einen Beitrag leisten, auch mit kleinen Budgets. Zweites Beispiel, man hat die Möglichkeit, Energie zu sparen, nicht nur innerhalb der eigenen vier Wände, sondern es gibt darüber hinaus und das ist Thema Reuse auch sehr sinnvolle und wichtige Möglichkeiten, Energie zu sparen. Jedes beispielsweise Elektrogerät, das länger genutzt wird, spart Energie, weil in der Produktion eines Gerätes, in der gesamten Logistik steckt viel Energie, die sogenannte graue Energie. Und insofern das wirklich auszuloten bis an den Punkt hin, wo man sagen muss, jetzt ist aber besser, weil ein neues Gerät um so und so viel effizienter ist, das Gerät auszutauschen. Im Normalfall macht es Sinn, viel Sinn, auch mit Blick auf das Energiesparen, Geräte einer zweiten Verwendung zuzuführen, wenn man sie selber im eigenen Haushalt nicht mehr braucht. Also Reuse ist eine gute und wichtige Möglichkeit, Energie zu sparen. Das wirkt nicht nur ökologisch, sondern es wirkt auch sozial. Insofern nämlich Menschen, die weniger Geld verfügbar haben, so auch wieder zu leistbaren Geräten kommen. Das ist ein zweites Beispiel und dann noch ein drittes Beispiel in einer längerfristigen Perspektive. Ich meine das langfristig und diese Initiative, die jetzt natürlich kurzfristig total wichtig und sinnvoll ist, hat ja auch das Potenzial eines längerfristigen Nutzens, nämlich ein Element zu sein im Sinne einer ökosozialen Entwicklung, die wir ja dringend in all unseren Gesellschaften brauchen.
Und diese Entwicklungen, die funktionieren letztlich nur, wenn die sozialen Ungleichheiten in einer Gesellschaft nicht so groß sind. Das ist außerdem auch interessanterweise im neuesten Bericht des Club of Rome, der zu Beginn dieses Monats veröffentlicht worden ist, als Perspektive ist immer die Nachhaltigkeit bei diesen Berichten des Club of Rome. Und die sagen, jetzt die wichtigste Perspektive ist die soziale, weil wir werden all diese ökosozialen Entwicklungen als Gesellschaft nur schaffen, wenn die sozialen Ungleichheiten nicht so groß sind. Ansonsten schaffen Gesellschaften diese Entwicklungen nicht mehr. Insofern auch unter der Rücksicht noch einmal zu betonen, wie wichtig es ist, darauf zu achten, dass auch in einer solchen Krise Menschen nicht den Anschluss verlieren in unserer Gesellschaft, sondern bestmöglich aufgefangen und mitgenommen werden. Und zu guter Letzt vielleicht noch ein Satz zu Caritas als Unternehmen. Natürlich wollen wir auch Energie sparen, das wollen wir, tun wir auch schon lange. Abgesehen von den Maßnahmen, die erwähnt worden sind, also eher infrastrukturelle Maßnahmen mit Energieabsenken und dergleichen, sind mir da zwei Dinge wichtig, nämlich zum einen gut ins Gespräch zu kommen mit den Mitarbeitenden. Wir entdecken, es ist eigentlich allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein großes Anliegen, einen Beitrag zu leisten. Die haben auch gute Ideen, wie wir das tun können, auch im Unternehmen. Und diese guten Ideen da wirklich auch aufzufangen über Dialogräume und dergleichen und dann wirksam werden zu lassen, ist mir ein wichtiges Anliegen. Und sie auch zu unterstützen in ihrem persönlichen Umdenken, ja, im Sinne einer ökosozialen Veränderung. Das ist mir das eine wichtige. Und das zweite, wir sind auch dabei, auf strategischer Ebene das Thema zu verankern über die UN-Nachhaltigkeitsziele, die sogenannten SDGs, so dass die großen strategischen Entscheidungen verpflichtend daraufhin reflektiert werden, wie sie auf den Ressourcenverbrauch wirken. Vielen Dank. Vielen Dank für die Ausführungen. Gibt es Fragen? Bitte sehr. Klar. Sie haben es vorher gesagt, Herr Landeshauptmann, es sollte Vernunft herrschen und keine Verbote kommen. Da ging es jetzt um die Wirtschaft. Befürchten Sie, dass es bundesweit auch so kommen wird wie in Deutschland, dass man tatsächlich verordnen muss, dass die Raumtemperatur runtergeschraubt wird, auch in den Unternehmen, auch in den Privathaushalten und dass Straßenbeleuchtung etc. Also befürchten Sie ein deutsches Szenario für Österreich? Eigentlich nicht, aber man kann das nur vom jetzigen Standpunkt aus beleuchten und von der jetzigen Situation aus beleuchten. Innerösterreich oder in Österreich ist eine Energielenkung vorgesehen. Da sind wir im Moment in einer Vorstufe sozusagen der Aufrufe des Energiesparens, der Freiwilligkeit. Aber die Energielenkung sieht auch vor, wenn es wirklich schwierig werden würde, dass auch da bestimmte Eingriffe erfolgt werden müssen in der Energielenkung. Da will eigentlich keiner hin, weil es nicht angenehm ist, logischerweise, und wir hoffen, dass wir das auch nicht brauchen. Gänzlich ausschließen würde ich es zum jetzigen Zeitpunkt nicht, weil wir nicht wissen, wie sich die Krise entwickelt. Aber wenn die Dinge gemacht werden, wie wir sie jetzt vorbereitet sind, dann hoffe ich, dass wir diesem Szenario entgehen können. Gibt es weitere Fragen zum Foyer-Thema? Sie haben gesagt, es gibt entweder Geld oder also die 100 Euro oder was das war, oder Sachgüter, was ist Sachgüter? Also es ist Folgendes, ich habe einen Hinweis gemacht, die vom Bund angekündigte Strompreisbremse, da kennen wir die genauen Regelungen nicht. Wenn dann natürlich unser Bonus dann quasi abgeschöpft würde, dann ist die Überlegung, ob es dann nicht mit einem Sachwert, der dem entspricht, eine Möglichkeit ist, den Kunden quasi das zugute kommen zu lassen. So ist unser Ziel, ist, dass der Kunde auch einen Nutzen hat von seinen Einsparbemühungen und von den konkreten Einsparungen und dass das auch beim Kunden ankommt und es soll nicht so sein, dass das dann quasi abgeschöpft würde. Noch Fragen? Bitte. Roger, merken Sie, rufen mehr Leute an wegen Energiesparen? Haben Sie dann mehr Verkehr auf der Homepage oder wie auch immer? Ordentlich nicht. Also das hat ja schon im März begonnen. Nicht? Also wir haben die zehnfache Menge. Nicht? Waren es halt im Spitzentag, am Normaltag 7, am Vormittag bei unserem Energietelefon, wo man anrufen kann, waren es halt an Spitzentagen 100. Nicht? Und das hat dann natürlich auch zu Stau geführt. Nicht? Inzwischen hat es ein bisschen nachgelassen. Das sind wir auch froh, dass wir da wieder in der Aufarbeitung weg sind. Ne? Auch die Zugriffe auf unsere Homepage ist sehr gut und
Und die Medienanfragen sind super und wir fühlen uns richtig im Element. Gut. Gibt es noch weitere? Bitte, Alexandra. Bei den ist man sich da jetzt, hat man das akkordiert, dass die Gemeinden das gleich handhaben oder gibt es da Ausreißer oder wie wird denn das? Ja gut, das haben wir eigentlich im Gemeindeverband Vorstand akkordiert, das war auch der Wunsch, weil vor allem das betrifft jetzt vor allem die Städte und die größeren Gemeinden, die Weihnachtsmärkte haben mit der Außenbeleuchtung. Wir haben da jetzt einmal akkordiert von 16:30 bis 22 Uhr. Da waren alle mit dabei. Ich habe mir das jetzt zum Beispiel Dornbirn angeschaut. Wir haben jetzt zusätzlich auch noch immer von 6:30 bis 8 Uhr in der Früh im letzten Jahr zum Beispiel beleuchtet, dann teilweise natürlich bis 10:30, 11:00. Dann gibt es natürlich auch Tage zwischen den Feiertagen, wo wir jetzt nur bis 19 Uhr beleuchten und nach Neujahr gar nicht mehr, wo es sonst auch noch eine Woche gelaufen ist. Also für Dornbirn ist das eine Beleuchtungsdauereinsparung von 40% und das ist nicht nichts. Also es ist unterschiedlich in den Städten und Gemeinden, aber am Beispiel Dornbirn wäre das jetzt so. Und in Dornbirn wird es keinen Eislaufplatz mehr geben? Denn der Eislaufplatz wird mit Kunststoffplatten gemacht werden, also keinen energetisch aufwendigen Eislaufplatz. Ja, also statt einem normalen Eislaufplatz am Marktplatz wird es die Kunststoffplatten geben. Und bei diesen Möglichkeiten, also ihr habt auch so eine Liste geschickt an die Gemeinden mit Sparmaßnahmen. Betrifft das Sparmaßnahmen, die kurzfristig umsetzbar sind oder sind auch mittelfristige, langfristige Möglichkeiten dabei? Das ist alles kurzfristig, sofort umsetzbare Maßnahmen, auch mit der Bitte, das sofort umzusetzen. Das haben wir auch wirklich letzte Woche ausgeschickt und wurde teilweise in den Gemeinden jetzt schon, ich habe gestern schon gefroren im Büro, also bei mir haben sie gleich gesagt in der Stadt, da werden wir die Absenkung gleich einmal testen, also schon mit Pulli im Büro, aber ja. Also viele Gemeinden haben das schon umgesetzt oder setzen es in die Richtung um, also das sind alles kurzfristig. Also natürlich gibt es auch mittel- und längerfristige Maßnahmen, die aber länger geplant werden müssen, weil natürlich geprüft werden muss, welche Auswirkungen es hat, aber das werden wir natürlich auch angehen. Da geht es jetzt um kurzfristige Maßnahmen. Gibt es noch Fragen? Fragen zu anderen Themen? Auch nicht. Ich bedanke mich für die Ausführungen, für Ihr reges Interesse und darf das Presse so mitschließen. Vielen Dank. Danke.